Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Heute haben wir wieder einen Arzt für Männergesundheit da. Er ist Urologe und ich habe in einer ersten Sendung mit ihm über das mangelnde Stehvermögen geredet, das immer wieder mehr Männer auch betrifft. Und haben aber gesehen, das ist eine eigenständige Sendung gewesen. Und deshalb machen wir heute eine weitere Sendung, wo wir einfach mal über Hormone sprechen wollen. Hormone im Zusammenhang auch mit Libidoverlust. Und macht es überhaupt Sinn, dass Männer irgendwann ab einem gewissen Alter auch mal einen Hormonstatus bestimmen lassen und kontrollieren, ist alles in Ordnung oder nicht? Das möchte ich heute besprechen mit diesem Urologe aus Bad Wörishofen, der heute extra angereist ist für Sie. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Dr. Med. Michael Blessing ist nämlich da. Herzlich willkommen, lieber Michael. Herzlich. Und schon mal herzlichen Dank auch schon für diese erste Sendung, die wir machen durften über dieses mangelnde Stehvermögen. Ich bin mir sicher, das sind Geschenke, die du uns machst, wo einfach ein Tabuthema zeigt. Das ist kein Tabuthema, wir sollen darüber reden, weil es gibt auch Lösungen. Und deshalb mal noch einen aufrichtigen Dank. Vielen Dank für die Einladung hierher. Ich freue mich immer, wenn ich zu dir, zu euch kommen darf. Das ist lieb, danke herzlich. Ich möchte gerne ins Hormonthema eintauchen. Und zwar ist es mir folgendermaßen aufgefallen. Viele Frauen haben ja auch in den Wechseljahren immer mehr Hormonschwankungen. Das führt aber bis hin zu Wesensveränderungen. Und manche Ehen nach 20, 30 Jahren gehen plötzlich aus unerklärlichen Gründen auseinander, weil man einfach sagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Mhm. Da geht man zur Eheberatung und statt zu einem Hormonspezialisten, um erstmal zu testen, was läuft hier aus dem Ruder. Das ist eine Marktlücke. Und ich habe mir dann auch, ich habe es ja auch selbst erlebt, meine Frau war auch bissig. Und als wir den Hormonstatus angeschaut haben und korrigiert haben, jetzt fühlt sie sich tausendmal wöhler in ihrer Haut und es ist alles so schön. Und ich frage mich, inwiefern müssen wir Männer auch mal solche Tests machen und schauen, wo stehen wir, dass wir nicht in eine Depressivität reinkommen oder Testosteronmangel. Und ja, deshalb, bitte, das Wort sei dir erteilt. Dankeschön. Auch bei uns Männern gibt es, wie bei den Frauen, sogenannte Wechseljahre. Das wird oft sehr kritisch beäugt, auch von der Presse. Ich wurde dazu auch mal im öffentlichen Rundfunk vor vielen Jahren schon interviewt. Das wird bei uns in Deutschland oft als ja, eine Ente oder ein Marketing-Gag von der Pharmaindustrie auch gesehen, weil die natürlich über die Hormonpräparate Geld verdienen möchten. Ich sage, wir können nachweisen, durch Messungen, dass es eben bei uns Männern genauso zu hormonellen Veränderungen kommt. Da reden wir nicht nur vom Testosteron, gell? Nein. Dazu sage ich gleich noch was ausführlich, wie diese ganzen Hormone zusammenhängen, auch untereinander zusammenhängen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist ganz natürlich, dass das Testosteron so ab dem 40. Lebensjahr von uns Männern, das ist ja individuell unterschiedlich, wann das einsetzt, aber langsam jedes Jahr etwas abnimmt. Das ist das, was wir sehen, anhand vieler Daten über viele Jahrzehnte gesammelt. Und das ist das, was wir einmal als normale, wir nennen es jetzt einfach Wechseljahre des Mannes, nehmen. Und man sagt, so ungefähr 30 Jahre geht es, von 40 bis 70. Evolutionsmäßig macht es ja auch Sinn, oder? Fortpflanzung innerhalb dieser Phase, oder? Dafür ist das Testosteron eigentlich nicht zuständig in erster Linie. Deswegen ist das jetzt meines Erachtens gar nicht so das Thema aus dem Evolutionären her. Ich denke, wir müssen eines ganz klar sehen, und das hat sich verändert. Wir werden 10 Jahre später älter mittlerweile. Wir sterben 10 Jahre später im Schnitt. Und jetzt haben wir das Problem, dass auch die 60-, 70-jährigen Männer sich nicht mehr so fühlen, wie sie auf dem Papier sind vom Alter her. Das heißt, es kommen natürlich auch viel mehr Beschwerden plötzlich ans Tageslicht, die vor 30, 40, 50 Jahren überhaupt kein Thema gewesen wären. Warum jetzt tatsächlich das,
dieser Prozess im Altern, ist das ein ganz normaler Alterungsprozess, dass das Testosteron etwas absinkt, dass diese Transporteiweiße, die das Testosteron binden, ansteigen, wenn wir älter werden und dadurch die Wirksamkeit runtergeht. Warum das so ist in unserem Körper? Also mir ist keine Studie bekannt, die das mal so untersucht hätte, dass wir das vielleicht mit einer evolutionären Geschichte oder sonst etwas erklären könnten. Für mich ist natürlich ganz konkret immer das, was bekomme ich von den Männern mitgeteilt. Da das individuell sehr unterschiedlich ist, das heißt, jeder von uns hat in seinen Genen die Kodierung, wie viel Testosteron ist normal für diesen Körper. Und das andere ist, wir haben ja eigentlich auch ein Idealgewicht einprogrammiert. Nun hat nicht jeder das Idealgewicht, das zu seinem Hormonstatus sozusagen passt. Das heißt, wir haben natürlich einfach durch unsere Lebensweise unheimlich viele übergewichtige Menschen. Und dann muss auf einmal der Hoden Testosteron produzieren für so und so viele Milliarden Zellen mehr. Ach, logisch. Ja, damit entsteht ein Ungleichgewicht oder kann entstehen. Mancher Körper kann das hervorragend kompensieren, da gibt es keine Probleme. Und bei anderen Männern reichen geringste Mengen an Übergewicht, ein paar Kilo aus, dass da irgendetwas in Schieflage gerät. Also der hat vielleicht genügend Hormone oder genügend Testosteron, aber nicht für die Anzahl Zellen. Ja, genau. Das ist ja logisch. Also man muss es schon immer wieder dann auch sehr individuell betrachten. Mhm. Also das Problem ist auch, dass wir vor 30 Jahren uns überhaupt keine Gedanken ärztlicherseits über das Thema gemacht haben. Ja, das kam so Anfang, Mitte der 90er Jahre dann einmal auf, diese Symptome des alternden Mannes, das hieß damals das PADAM, partielles Androgendefizit des alternden Mannes. Ja, und das war dann in Studien, ja, ist jetzt was oder ist jetzt nichts und macht man jetzt eine Testosteronersatztherapie oder nicht? Das war alles noch in den Kinderschuhen und auch die Studien gab es nicht dazu. Und mir wäre es am liebsten, dass jeder Mann sich irgendwo um die 40 herum, wenn er topfit ist und gesund ist, wenigstens einmal so einen orientierenden Hormonstatus machen lässt. Macht niemand, das ist keine Empfehlung, nie gehört. Es wird weder von den Fachgesellschaften empfohlen, also auch in der Schulmedizin gibt es da überhaupt keine Empfehlungen, noch sehe ich das bei meinen Kollegen, dass das gemacht wird. Ich habe es mir in der Praxis angewohnt, auch bei einem 30-Jährigen, einen Testosteronspiegel einfach einmal abzunehmen, zu sagen, hören Sie her, dann haben wir was und können dann in 20, 30 Jahren, wenn Sie vielleicht Probleme haben, vergleichen. Ach, darum, du machst dir eine Datenbank über den Mann. Richtig. Dass du weißt, wo er normal ist und wo er dann ins... Genau. Ach, mega. Weil die meisten Zuschauer haben ja das jetzt nicht. Hä? Nein, haben wir alle nicht. Mhm. Ja. Von mir gibt es auch keinen Testosteronspiegel mit 40. Mhm. Das ist ein bisschen das Thema. Und jetzt ist man 50, 60 und stellt fest, irgendwas ist irgendwie nicht so in Ordnung. Ja, die Männer kommen dann teilweise zu mir und sagen, wissen Sie, ich kann nicht mehr so richtig schlafen. Testosteronmangel gibt Schlafmangel? Kann Schlafstörungen machen. Schlafstörungen. Ich habe nachts Schweißausbrüche. Ja, also teilweise haben wir Symptome beim Testosteronmangel wie die Frauen in den Wechseljahren. Ah, ja, ja. Okay. Auch bei der Psyche kann es ein Thema sein. Und da muss man aber aufpassen. Wir gehen bei einer Depression immer von den klassischen Symptomen aus, die aber überwiegend Frauen schildern, wenn sie eine Depression haben. Niedergeschlagenheit, zurückgezogen, Antriebslosigkeit. Das sieht man bei Männern mit Depression auch. Aber nicht wenige Männer neigen bei einer Depression zu aggressivem Verhalten. Das heißt, die sind aufbrausend, die sind aggressiv, die kommen mit einer Lappalie nicht klar und explodieren. Und jetzt ist das ein Zeichen einer Depression. Mhm. Wenn du einen depressiven Menschen hast, der zurückgezogen lebt, der niedergeschlagen ist, dem klopfen die Menschen auf die Schulter und sagen, komm, ich unterstütze dich, ich helfe dir. Wenn du aber einen aggressiven Menschen hast, der dich vielleicht anschreit, dann wirst du nie auf die Idee kommen zu sagen, komm, ich helfe dir, du hast eine Depression, sondern dann beschwerst du dich noch, was hast du für ein übles Verhalten? Der hat gar nichts dafür. Ja. Und der hat gar nichts dafür.
So ist es. Wenn du einen Testosteron oder wenn du eine Depression hast als Mann, dann kann dir passieren, dass du mit Aggressivität reagierst und diese Symptomatik zeigst. Mhm. Und das ist auch bei vielen Ärzten bei uns nicht auf dem Schirm, weil wir auch in diesem Muster denken, der antriebslose, niedergeschlagene, was auch viele Männer haben. Aber wir müssen auch an den Mann denken, der vielleicht aggressiv reagiert. Und dann bekommt man noch gesagt, naja, du bist ja Testosteron gesteuert. Das ist ja eh etwas, da werde ich aggressiv, weil diese Meinung, dass Männer, die Testosteron gesteuert sind, zu Aggressivität neigen, das ist einfach wissenschaftlich völlig haltlos. Ja? Wenn man das aggressiv vom ursprünglichen Wort aus dem Lateinischen nimmt, dann bedeutet das eigentlich ein zielgerichtetes Handeln. Und das ist etwas Positives. In unseren Gesellschaften ist aber Aggressivität negativ konnotiert. Und das darf man deswegen nicht dem zielgerichtet Handelnden aufgrund seines Testosteronspiegels auf etwas aggressiv zugehenden Mann negativ auslegen. Also das für ist mich aber heißt so die Formulierung, du bist Testosteron gesteuert, dass er sich eher von dem Hirn da unten steuern lässt und nicht hier oben, oder? Also das Blut ist nicht mehr da, sondern da, oder? Ja, das ist das, was der Volksmund sagt. Aber es gibt, das ist eine ganz kleine Studie, aber die wurde gemacht, wenn man Männern Testosteron gibt, dann neigen sie dazu, in Verhandlungen zum Beispiel für eine Win-Win-Situation zu achten. Im Vergleich zu dem, der einen Testosteronmangel hat, der eher dazu neigt, dass er sich egoistisch den Vorteil holt. Mhm. Ja. Vielleicht noch was zu dem Testosteron. Ja. Und vielleicht mache ich jetzt auch ein Durcheinander. Aber ich habe gedacht, der Körper hat ein Grundhormon. Und aus dem kann er zum Beispiel ein Glückshormon machen, Serotonin oder ein Melatonin zum Schlafhormon. Ich glaube, das ist 5-HTP oder nein, das ist das, was man gibt. Aber wie heißt dieses Grundhormon? L-Tryptophan. Das Tryptophan ist das 5, das ist eine Aminosäure und die wird umgewandelt in 5-Hydroxytryptophan. Und daraus produziert unser Körper das Serotonin und aus dem Serotonin wird das Melatonin produziert. Und aus was macht der Körper Testosteron? So, und das ist eine andere Schiene. Also es ist nicht ganz richtig. Wir haben verschiedene, wir sagen biochemische Pfade im Körper. Das eine ist jetzt dieser Serotoninpfad, wenn ich das einmal so sagen darf. Da hängt ja noch viel mehr dran an diesem Tryptophanstoffwechsel. Und wir haben bei den Hormonen die sogenannten Steroidhormone. Die haben alle eine gleiche Grundstruktur. Dazu gehört das Testosteron, dazu gehört das DHEA, dazu gehört das Cortison, das Adrenalin, das Noradrenalin, das Dopamin, das Progesteron. Alles diese haben alle eine Grundstruktur. Auch das Pregnenolon, da komme ich gleich noch dazu. Und diese Grundstruktur ist Cholesterin. Aha. So, und aus dem Cholesterin produziert unser Körper in den Nebennieren, in den Hoden die nötigen Hormone. Heißt jetzt im Umkehrschluss auch schon wieder, alle Zuschauer, die irgendwas mit Cholesterinabbauprodukten zu sich nehmen, könnten über alle Hormone Probleme kriegen? Theoretisch ist das möglich, Und die Schulmedizin hat keine Ahnung, weil es steht vielleicht im Kleingedruckten. Ja, sagen wir mal so, der Kardiologe sagt halt, du hast einen Herzinfarkt gehabt, da gibt es nichts anderes und das musst du machen. Mit allen Nebenwirkungen musst du leben. Und damit musst du leben, wenn du überleben möchtest. Ja. In den Studien hat das ja eine statistische Signifikanz bewiesen, weshalb das gemacht wird. Aber manchmal frage ich mich, wie das Leben eines Menschen aussehen soll, wenn er nur dahin vegetiert. Ja? Also auch hier muss man es aber individuell betrachten. Und letztendlich ist ja diese Thematik Cholesterin Verursacher des Schlaganfalls, des Herzinfarkts, die ist zwar wissenschaftlich schon seit bald 40 Jahren geklärt, aber man hat halt nur diese LDL-senkenden Cholesterinsenker entwickelt und nicht das tatsächliche Verursacher Cholesterin, das oxidierte LDL, das sich in die Gefäße durch Komplexe einlagert und dadurch
diesen Prozess mit hoher Wahrscheinlichkeit anstößt, dass es zu einer Gefäßsklerose und Verkalkung kommt und damit zum Verschluss und zum Infarkt oder Schlaganfall. Das LDL-Cholesterin, das sogenannte Schlechte, ich habe es dir vorher kurz im persönlichen Gespräch gesagt, der Schöpfer macht keinen Blödsinn, das LDL-Cholesterin ist der Grundbaustein für alle Steroidhormone. So, und wenn wir das senken, dann haben wir wahrscheinlich automatisch irgendwann einmal auch einen Mangel an anderen Stresshormonen. Wenn wir nicht Adrenalin produzieren, wenn wir nicht Cortisol produzieren, dann sind wir nicht in der Lage, unseren Alltag zu bewältigen. Oder blankerliegende Nerven. Hä? So ist es. Ja. Dann liegen die Dünnhäutigkeit. Genau. Und deswegen mache ich bei einem Hormonstatus, wenn jetzt wirklich ich genau wissen will, was da Sache ist, immer die Bestimmung von den ganzen Vorstufen. Man muss sich im Körper das immer vorstellen wie eine Fertigungsstraße. Das heißt, wir haben jetzt nicht das Cholesterin und daraus bastelt der Körper dann das Testosteron. Also sondern du brauchst das Basismedikament, also das Basis, der Grundstoff. Genau, der Grundstoff ist das Cholesterin. Dann wird aus dem Cholesterin über sogenannte Enzymkaskaden das Pregnenolon produziert. Aus dem Pregnenolon entsteht dann das Progesteron. Aus dem Progesteron entsteht das Testosteron. Dann wird aus dem Testosteron das Dihydrotestosteron gemacht zum Beispiel. Das ist der Grund, warum die Prostata bei uns Männern im Alter wächst in unseren Breitengraden. Aber es kann... No, wegen was wachse? Das Dihydrotestosteron. Wenn das in der Prostata aus dem Testosteron gebildet wird, dann kann es zu einem Wachstum, gutartigen Wachstum der Drüse kommen. Gut, das haben wir ja schon wieder eine Ursache. Hm? Ja, das ist ganz so ein spannend. Punkt. Ja. Vergrößerte Prostata. Im übrigen Körper brauche ich das. Also es ist nichts unnötig in unserem Körper. Mhm. Und du musst halt immer auch genau schauen, wo sucht der Körper sich Auswege? Unser Körper ist so intelligent und so klasse geschaffen, dass er dann zum Beispiel das DHEA, das ist, man kann sagen, ein ähnlich wie Testosteron wirksames Molekül, Hormon. Ja, wenn das mit dem Testosteron produzieren nicht mehr richtig klappt, aus welchem Grund auch immer, dann kann der Körper ja versuchen, das über diese Schiene DHEA zu machen. Aber du musst das ja wissen. Also ich möchte mir ja ein Bild von dem Stoffwechsel des Mannes machen, wenn er zu mir kommt. Und deswegen mache ich diese Hormone alle. Dann mache ich auch die Hypophysenhormone. Supplementierst du dann allenfalls das, was unten fehlt, oder immer das Grundmaterial und der Körper soll es zu gegebener Zeit, wenn er es braucht, selber bauen? Schulmedizinisch Testosteronmangel, Testosteronsubstitution. Dann passiert aber Folgendes. Wenn ich Testosteron als Endprodukt dieser Kaskade, dieser Kette substituiere, dann hört der Körper auf, die Vorstufen teilweise zu produzieren. Weil das hängt alles miteinander zusammen. Mhm. Und in unserem Körper kommt die Meldung, hast ja genug. Ja. Und das sehe ich immer wieder. Alle Männer, wo wir das Testosteron aus anderen Gründen substituieren müssen, haben fast immer einen Progesteronmangel. Und dann fängst du an, wie im Baukasten, ja, jetzt haben wir einen Progesteronmangel. Deswegen kann der vielleicht nicht mehr so gut schlafen. Deswegen hat der Müdigkeitszustände unter Tag. Weil da hat das Progesteron eine ganz wichtige Rolle. Aber Progesteron ist ja auch schon eine Unterstufe vom Pregenolol, oder? Und dann Cholesterin. Das ist eine Zwischenstufe. Ja, wenn du so rumgehst, richtig, also dann gehen wir zurück. Also müsste man dem Körper Cholesterin geben. Ist ja auch gefährlich, oder? Das funktioniert nicht, weil interessanterweise scheint das ja ein Grund zu sein, warum dieses LDL-Cholesterin bei uns Männern so ab dem 50. Lebensjahr immer stetig anzusteigen scheint. Mhm. Ja, also das wird automatisch immer mehr. Mhm. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass der Körper versucht zu kompensieren, dass hier hinten eine Mangelsituation entsteht. Was ich jetzt vor vielen Jahren begonnen habe, wo ich mir diese Kaskade angeschaut habe, habe ich gesagt, okay, wir sehen das in vielen Dingen, auch beim Burnout. Wenn du das Cortison gibst, dann wird das manchmal noch schlimmer. Gibst du aber, wie jetzt zum Beispiel beim Serotonin, das 5-Hydroxytryptophan, das ja sehr gut helfen kann, das Pregnenolon, das ist der erste Metabolit, Stoffwechsel, wie sage ich es jetzt auf Deutsch? Immer diese
ausländischen oder Fremdwörter. Ja, das erste Stoffwechselmolekül, das aus dem Cholesterin kommt. Baumaterial. Ja, dieses Pregnenolon habe ich jetzt begonnen, den Männern nach Aufklärung, es gibt da keine Studie dazu, weltweit nicht, einfach anzubieten, zu sagen, das wäre der ganzheitliche Weg. Wir nehmen Pregnenolon. Der Körper kann das Pregnenolon verwenden für die Produktion von Adrenalin, von Noradrenalin, von Cortison, von Progesteron, von Testosteron. Das, was er braucht. Und er versucht, das zu machen. Und bei vielen Männern funktioniert das hervorragend. Mhm. Ja, das dauert etwas. Also wenn ich dir Testosterongel aufschreibe und du schmierst es ab morgen, dann kann es sein, dass du innerhalb von einer Woche merkst, wie viel Erfolg und Effekt du positiv spürst im Körper. Bei diesem ganzheitlichen Weg, dem Körper seinen Baustoff zu geben und er selber entscheiden kann, was er macht und braucht, ja, dauert das schon einmal einige Wochen bis Monate. Aber man muss ja auch vertrauen, dass der Körper am besten weiß, was er braucht und das baut, was er wirklich braucht. Ja. Solange alles funktioniert, hast du recht. Das Thema ist dann natürlich schon, wenn jetzt die Hoden zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, das wissen wir ja auch schulmedizinisch nach wie vor nicht, woraus diese Schädigungen resultieren teilweise. Da müsste man im Grunde genommen jedes Mal eine Hodenbiopsie machen und gucken unter dem Mikroskop, was hat denn die Zelle für einen Schaden. Macht man nicht. Und ich sehe schon auch beim Pregnenolon, dass manche Männer einfach nicht hochkommen mit dem Testosteron. Aber dann weiß man, dass dieser Weg vielleicht so nicht funktioniert und dann kann ich einen anderen wählen. Okay. Aber für mich ist es immer sehr wichtig, so lange wie möglich dem Körper eine Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und nicht mit dem Dampfhammer sozusagen auf die ganzen Systeme draufzuhauen. Weil es ist eben so, dass das Progesteron auch ein lebenswichtiges Hormon ist. Mhm. Wir wissen, dass Progesteron vor Prostatakrebs schützt. Ja, wenn du das nicht hast oder zu wenig hast, dann hat es seine Schutzfunktion nicht mehr. Ja, es schützt nicht nur vor Prostatakrebs, sondern es hat auch eine sehr hohe entzündungshemmende Wirkung im Körper. Das Pregnenolon genauso. Da kommt man wieder so eine Möglichkeit. Ich meine, was heißt, ob Männer ab 60 haben zu 50% schon Prostatakrebsproblematiken? Stimmt das ab 60? Ja, aber nicht zu 50%. Also okay. Das ist Gott sei Dank. Okay. Aber vielleicht das Pregnenolon würde ja eigentlich vorbeugend schon wirken, wenn man das ja wüsste. Und wenn sich das ja den Hormonstatus reduziert, dann müsste man ja wirklich schauen, dass das schön oben bleibt, damit das Risiko klein bleibt. Ja, das ist aber nur ein kleiner Aspekt. Mhm. Ja. Also die 50%, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, Alexander, das ist wahrscheinlich die gutartig vergrößerte Prostata. Mhm. Da kommen wir ungefähr hin, so 60, 65 Jahre alte Männer, die haben schon in einem hohen Prozentsatz eigentlich eine gutartige Veränderung der Prostata. Der Krebs, Gott sei Dank, nicht so. Wir haben zwar beim Krebs, also Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung von uns Männern, und Gott sei Dank versterben die wenigsten daran. Ja. Wenn man es rechtzeitig entdeckt, kann man da schon viele Dinge machen. Auch da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten. Wir machen eine eigene Sendung zur Prostata, genau. Habe ich gerade gesehen. Noch, ja, ja, aber zurück zu den Hormonen. Unser Körper ist ja in vielen Dingen in seiner Komplexität eben wirklich so, dass wir überall ein paar Bausteine haben, die in dem Gesamtkonzept dann funktionieren. Und wir dürfen jetzt nicht hergehen und sagen, naja gut, wenn ich einen hohen Progesteronspiegel habe, dann bin ich geschützt vor Prostatakrebs. Das ist nur ein Mosaiksteinchen dieses komplexen Systems und auch dieser komplexen Erkrankung Krebs. Wenn ich dieses Mosaiksteinchen im Grünen, im Ordnungsbereich habe, dann heißt das nicht automatisch, dass ich niemals einen Prostatakrebs entwickeln werde oder eine andere Krebsart. Das ist dann wieder, so einfach geht es leider nicht. Aber ich denke oft, es ist gut so, dass es etwas komplexer ist. Und aber wichtig ist für mich, wenn wir von den hormonellen Störungen des Mannes sprechen, dass ich eben feststelle, dass ich in den letzten 5 bis 10 Jahren fast keinen einzigen Mann hatte, der einen normalen Progesteronspiegel hatte. Ach. Also wir haben hier
definitiv ein Riesendefizit. Also, Ausrufezeichen. Ja? Wir Männer sind auch gefordert, ab 40 oder 50 einmal das zu kontrollieren. Richtig. Und wenn die Frau uns sagt, jetzt spinnst du mal wieder und du spinnst in letzter Zeit immer wieder, höchste Eisenbahn, das mal aufzunehmen und sagen, ich gehe jetzt wirklich mal zu einem Experten und lass mir das mal testen. Genau. Weil wenn wir eine Wesensveränderung an uns selbst erleben, merken wir das nicht, außer durch das Spiegelbild von Menschen, die uns das zeigen. Ja. Und das Gleiche ist umgekehrt, auch bei den Damen in einer Lebensgemeinschaft. Wir merken ja, dass da was nicht mehr stimmt, oder? Richtig. Und ich denke, das ist gerade in Partnerschaften, weil du das vorher auch angesprochen hast, diese tragischen Brüche, die dann nach 20, 30 Jahren Partnerschaft entstehen. Natürlich gehört beides dazu. Und ich sage immer wieder, ihr einem Paar und fangt an, nicht erst nach 20 Jahren miteinander zu reden, ja? Sondern das Wichtige ist, dass man immer im Gespräch bleibt und nicht über Kinder und klar. Geschäft, sondern dass wir lernen, auch unsere Wünsche, unsere Sorgen, Nöte zu artikulieren und auch zu sagen, was uns auffällt. Aber wer hat das auf dem Schirm? Weißt du, mir hat schon mal eine Ärztin vor 3, 4, 5 Jahren schon gesagt, die wahren Chefs im Körper sind die Hormone. Da dachte ich, ich habe noch nichts Großes darüber verstanden, aber heute verstehe ich immer mehr. Das Wesen des Menschen kann sich sowas von verändern, wenn der Hormonstatus irgendwo sich reduziert, dass wir nicht mehr uns selbst sind. Wir sind was anderes. Ja. Und das ist so dramatisch und tragisch. Ja. Und deshalb, mein Kollege Dr. Marius Ochmann sagt mir immer wieder, hey, lass uns, solange wir gesund sind, mal die Hormone testen. Mhm. Lass uns damit auseinandersetzen. Und jetzt bist du da. Und ich sage dir eins, ich werde ihn anrufen gleich morgen und wir machen den Termin ab. Wir werden alles testen. Ich finde das so wertvoll. Ja, kann ich nur unterstützen und auch empfehlen. Wenn du wirklich topfit bist, körperlich topfit und dich wohlfühlst, dann reicht oft wirklich auch einfach mal eine Orientierung. Mhm. Ja. Aber ich denke schon bei so Kleinigkeiten, zu den Hormonen gehört immer die Schilddrüse. Ich bin kein Schilddrüsenspezialist. Und es kommt vielleicht bei einem von 100 oder 1000 Männern vor, die bei mir in der Praxis sind, dass die Schilddrüse eine gravierende Schieflage hat. Aber heute wird nur noch dieser Basalwert, das TSH, basal bestimmt. Mhm. Das sind zwei kleine Zusatzkreuzchen, die ich mache. Dann habe ich das FT3 und das FT4, die tatsächlichen Schilddrüsenhormone. Schilddrüse. Wenn du wegen einer Schilddrüsenunterfunktion eine Depression bekommst, das ist furchtbar. Ja. Ja? Da passieren Dinge. Und wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, auch als Ärzte, dann kommt die Noteinlieferung in die Psychiatrie. Und wie willst du einem Menschen, dessen Hormonstatus völlig am Boden ist, mit irgendwelchen Psychopharmaka und Psychotherapie helfen? Du kannst ihn retten und am Leben halten. Ja. Und das ist ja auch die Notfallmedizin. Deshalb ist sie ja so großartig. Aber wir sind nicht an der Ursache. Genau. Und zumindest das gehört einfach dazu. Ja? Und lieber schaue ich ein zweites Mal und stelle fest, das ist in Ordnung, als dass ich, also diese Untersuchung einmal im Jahr bei der Vorsorge ist bei mir Standard, auch die Schilddrüsenhormone. Ja? Wenn es der Hausarzt nicht gemacht hat, mache ich es. Das ist kein Problem. Ich habe es verstanden. Du hast aber noch zwei Wörter gebracht, bioidentisch und Ersatztherapie. Also es ist wahrscheinlich schon das Gleiche. Und wenn man Hormone kriegt, dann sind das also nicht künstliche Hormone, sondern natürliche. Also das ist Pregonoronol. Pregnenolon. Okay. Was ist das? Ist das natürlich oder chemisch? Das Pregnenolon ist in Deutschland als eine Rezeptur gelistet, wird von den Kassen aber nicht bezahlt, weil die beißen sich selber, deswegen sage ich es nicht, sondern es wird nicht auch von einem Pharmaunternehmen hergestellt, sondern entweder der Apotheker stellt es selber her oder aber du beziehst es als Nahrungsergänzungsmittel. In Deutschland kriegst du das aber auch als Nahrungsergänzungsmittel in der Regel nicht, selbst im Internet nicht, wenn du nicht ein Rezept vom Arzt hast, eine ärztliche Verordnung. Ist auch gut so. Die Herstellung wird aus der Jamswurzel teilweise gemacht und aus natürlichen Ressourcen, also nicht chemisch aus der Retorte.
Das ist beim Pregnenolon so. Mhm. Testosteron, Östrogene und diese ganzen Dinge, die werden in der Pharmaindustrie hergestellt, chemisch hergestellt, haben aber, deswegen sagen wir, in der Schulmedizin sagt man eine Hormonersatztherapie, die haben eine 100% identische Molekülstruktur wie das Testosteron, das mein Hoden produziert. Mhm. Man hat in der Männermedizin Gott sei Dank nicht den gleichen Fehler gemacht wie in der Gynäkologie, wo die Pharmaindustrie in den 50er und 60er Jahren Medikamente entwickelt hat, die eine hormonähnliche Wirkung haben. Und das hat zu dem Desaster Brustkrebs und allem Möglichen geführt. Auch hier ist mittlerweile so, wenn du als Frau, wenn eine Frau vom Gynäkologen Progesteron oder Östrogen verschrieben bekommt, dann sind diese Hormone zwar in einem Pharmaunternehmen hergestellt, aber sind vollkommen identisch in der Molekülstruktur. Okay, und das ist jetzt ein bisschen so der Streitpunkt. Mhm. Wenn jetzt ein Heilpraktiker dann schreibt, natur- oder bioidentische Hormone, dann kann es sein, dass die das auch aus irgendwelchen natürlichen Ressourcen gewinnen. Ja? Letztendlich ist es einfach für mich als Arzt ganz arg wichtig, es muss die 100% identische Struktur des Moleküls sein, wie es mein Körper herstellt. Dann ist es für mich nach meinem Verständnis identisch. Mhm. Und dann ist es auch sicher, wenn ich eine solche Therapie mache. Beim Östrogen muss ich ja auch, wenn es bioidentisch oder identisch ist mit der Molekülstruktur des Körpers, trotzdem aufpassen. Ja? Also dieses kann ja allein gegeben bei den Frauen, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber da weiß ich, dass die Frauen das nicht einfach so alleine nehmen dürfen, sondern meistens, auch glaube Rezept, ich, Gestagen oder sonst irgendwas. Nur da ist auch die Frage, zu wem gehen die Frauen? Wer kennt sich damit überhaupt aus? Ich meine, du bist jetzt für Männer orientiert und für die Gesundheit. Mhm. Also als Dame kann man jetzt nicht zu dir kommen, um die Hormone zu bestimmen, oder? Ja, bestimmen lassen kann sie sich schon, aber das Problem ist, ich muss es ja interpretieren und will es interpretieren. Und da bin ich schlicht und ergreifend eigentlich überfragt und überfordert. Tja, und jetzt sind auch ganz viele Gynäkologen damit überfragt und überfordert, weil sie es einfach nicht wissen und nicht ausgebildet sind in diesem Bereich. Ja, wobei... Also so in meinem Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen gibt es schon einige auch Gynäkologinnen, wo ich wirklich sagen muss, so was wir im Gespräch haben, die sind extrem gut aufgestellt vom Wissen. Mhm. Und das finde ich auch schön, weil dann weiß ich auch, wenn ich einmal eine Frau mit so einer Störung habe, die vielleicht wegen einer urologischen Thematik zu mir kommt, dass ich sagen kann, gehen Sie da hin, da fahren Sie von mir aus eine Stunde, aber dafür haben Sie eine Kollegin, die eben wirklich hormonell die Störungen von Ihnen sehr gut behandeln und auch deuten kann. Noch eine kurze Klammer, auch wenn die Zeit schon überschritten ist. Wir haben ja auch als Männer immer mehr mit hormonähnlichen Substanzen zu tun. Ich rede jetzt vom Östrogen zum Beispiel. Wir wissen Plastikflaschen, wir wissen aus dem Fisch. All das, was wir Männer ja immer mehr konsumieren, und nicht nur wir, auch die Damen selbstverständlich, muss doch zwangsläufig dazu führen, dass unser Hormongleichgewicht aus dem Ruder läuft, oder? Gott sei Dank nicht zwangsläufig, ja, weil das wäre sonst wirklich der Super-GAU. Aber dieses Thema, das muss, glaube ich, in den nächsten Jahren massiv und intensiv beackert und bearbeitet werden. Die Gefahr ist da, ja? Also ich meine, wir sehen heute auch die Genderausrichtung. Wir sehen, dass immer mehr Männer verweiblichen und umgekehrt. Wir wissen gar nicht mehr, wer welches Geschlecht hat. Diese Kausalität zur möglichen hormonellen Einwirkung von außen muss man diskutieren. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall diskutieren. Vor allem müssen wir es messen. Wir müssen es untersuchen. Ja, wir schwimmen seit Jahrzehnten in einem Meer von Östrogenen, hat mal ein Kollege gesagt. Und da hat er recht, die Pille zum Beispiel, dass wir filtern das gar nicht mehr raus in den Kläranlagen. Sagt jede Kläranlage, offen und ehrlich. Ja, sie kriegen es nicht rausgefiltert. Und das Problem für mich ist dann natürlich auch die ganzen Weichmacher, die eine östrogenähnliche Struktur haben. Wir haben teilweise in den Verpackungen von Lebensmitteln Weichmacher drin, die eine Struktur haben wie ein antiepileptisches Medikament für Kinder. Und es ist eben nachweislich so, dass diese Weichmacher mit der Zeit in das Lebensmittel, das da drin verpackt ist, auch ins Wasser,
Da gab es schon Studien von der Arbeitsmedizinischen Fakultät in den 90er Jahren in Frankfurt an der Uni, dass das passiert bei diesen PET-Flaschen. Die etwas härteren sind nicht so gefährdet, aber diese ganz weichen, ja, die haben östrogenähnliche Weichmacher und die gehen drin. Und das nennen wir ja diese endokrinen Disruptoren, wie man das so schön sagt im Fachjargon. Und die haben massiven Einfluss, da bin ich überzeugt. Allerdings, ich bin mit diesem Thema erst am Anfang. Ich möchte mich da eigentlich sehr gern auch, was diese Gender-Problematik teilweise ein, also sag mal, diese Transgender-Problematik angeht, inwieweit das tatsächlich auch nicht nur jetzt irgendein Hype ist, der leider von der Gesellschaft oder besonders von den Medien, sondern auch der Politik völlig falsch angegangen ist. Mhm. Also ich weiß es halt aus Deutschland, dass die Ärzte, die sich damit seit Jahrzehnten befassen, mit diesen Problematiken, auch mit den Menschen, die dieses Thema haben, ich fühle mich in einem anderen Körper, ich bin nicht der oder die, der mein Körper ist. Da wurde völlig auf Wissenschaftlichkeit, auf Erkenntnisse, auf Erfahrungen verzichtet. Das wurde alles ignoriert und es werden irgendwelche Gesetze gemacht. Und die Betroffenen sind dadurch eigentlich nur noch mehr belastet und sie brauchen Hilfe. Ja, das ist auch so. Und wir müssen aber auch eine Basis schaffen, die wissenschaftliches Fundament ist. Mhm. Und da fehlen uns noch viele, viele Untersuchungen. Ja. Und deswegen, es ist ein Thema, ich vermute es, dass das eine Rolle spielt. Inwieweit aber auch viele andere Dinge noch eine Rolle spielen, auch die soziale Peer Group zum Beispiel, ja, das, wo wächst ein Mensch auf, mit welchen Werten wächst er auf, in welcher kleineren Gruppe von Gesellschaft wächst ein Mensch auf. Auch das, was das psychisch-seelische angeht, hat meines Erachtens eine ganz wichtige Komponente, die wir aber alle in, es gibt, ich habe da neulich mal eine Studie gefunden, die ganz interessant war. Und das muss man aber weiter erforschen und vor allem auch den Menschen eine Hilfestellung geben. Ja? Der Dr. Mirko Müller, wo mal da war, hat mal gesagt, die Geschlechtsteile werden in der Schwangerschaft früher angelegt, als im Hirn oben es letztendlich dann entschieden wird, was ich dann wirklich bin. Und wenn hormonelle Einflüsse von außen auf die schwangere Dame auch eintreten, kann sich beim Kind alles verändern und dann ist man wirklich gefangen. Aber es bedarf weiteren Untersuchungen, hat er auch gesagt. Aber das finde ich schlimm. Aber Fazit für heute in dieser Sendung, ganz, ganz wichtig. Wir Männer sind heute auch gefordert, unseren Hormonstatus auch testen zu lassen, am liebsten früher, damit man eine Datenbank anstellt und weiß, was ist bei mir normal und was ist in 20 Jahren mein Status, entsprechend zu korrigieren. Wenn wir das nicht haben, dann halt letztendlich jetzt trotzdem mal einen Test machen und dann wird das auch verglichen mit einer Datenbank, nehme ich mal an, nicht mir individuell, sondern mit einer Datenbank. Und dann kann man allenfalls das korrigieren, sodass auch der Mann seine Wechseljahrproblematiken, sagen wir mal so, auch besser überstehen kann. Ja. Ganz herzlichen Dank. Wir werden uns in deiner Praxis sehen. Ich werde das ganz sicher machen. Danke herzlich für dieses tolle Interview. Dr. Med. Michael Blessing aus Bad Wörishofen war das für Sie, liebe Herren, aber selbstverständlich auch Damen, wenn Sie nämlich mit einem Herrn verheiratet sind oder in Partnerschaft stehen und genau sehen, dass da etwas nicht mehr stimmt oder dass auch bei ihm Schwankungen immer stärker und größer werden. So haben wir heute durch einen Ansatz gehört, dass es möglicherweise an den Hormonen liegt und dass man das aber auch korrigieren kann, behandeln kann, wenn man es sich da wirklich Rat bei einem Experten einholt. Und das war das Ziel dieser Sendung, Ihnen dieses Wissen auch zu vermitteln. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.